Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesslers Gunnis YouTube-Kanal. So, ich habe noch eine letzte Partie aus dem Tata Steel Chess Tournament 2023 aus dem Challengers Turnier. Und wir sehen hier eine Partie zwischen dem holländischen Großmeister Max Warmerdam, Nummer 4 der holländischen Bestenliste, gegen die Schwester von Pragnananda. Das ist Ramesh Babu Vaishali. Und das ist, wie gesagt, ist die Schwester. Sie ist Großmeisterin, also WGM, Großmeisterin der Frauen oder auch IM. Und also ganz ehrlich, ich zeige euch die Partie deswegen, weil das ist ganz ehrlich, das ist die schlechteste, beste Partie, die ich seit langem gesehen habe. Also so kann man nicht Schach spielen. Meines Erachtens, so kann man nicht Schach spielen. Und interessanterweise wollen wir hier mal den Computer mit einbeziehen, weil der Computer sitzt da und sagt, boah, das sind halt Menschen, die da spielen und die spielen fast so gut wie ich und das ist alles okay. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Also ganz ehrlich, also passt mal auf. Max Warmerdam eröffnet mit Springer F3, wir sehen Springer F6, also eine ganz normale Eröffnung in Englisch hier, Symmetrievariante mit G3 und Springer C6, also all das ist jetzt nichts Dramatisches, Besonderes, das ist halt eine Eröffnung, die ihr alle kennt wahrscheinlich, so schon mal gehabt habt, auf dem Brett, Springer C3, G6 und in dieser Stellung, die wirklich eine normale Eröffnungsstellung ist so ein bisschen so ein Grünfeld reversed, ja, so Grünfeld quasi spiegelverkehrt, so in dem Stile dessen, passieren jetzt seltsame Dinge. Also hier Rochade von mir aus, D3 und so weiter, diese Natur, diesen Charakter dieser Stellung, den kennt viele von euch sicherlich. Aber Max Warmerdam spielt hier erstmal H4. Und okay, also fragt Schwarz, willst du meinen Bauernvormarsch hier stoppen oder was machst du jetzt? Naja gut, die gute Ramesh Babu Vaishali spielt Läufer G7 und Max spielt H5. Okay, Läufer F5, Entwicklung ja und Max spielt H6. Okay, wir gehen weg und das ist ja alles irgendwie gar nicht, was ist denn das? Aber das wird noch viel, viel schlimmer, liebe Leute, weil was ihr gleich erlebt, ist Antischach. Und das Schlimme ist, obwohl ich sag's gleich, das Schlimme ist, dass die Computer sagen, okay. Springer H2 von Max Warmerdam. Was? Es droht, der D5 hängt. Vorsicht, es droht E4, es droht G4 und so weiter. Was ist das denn für? Okay, Springer H2. Alles halb so wild, Schwarz tauscht hier raus. Wunderbar. B schlägt C3 und Dame D7. Verhindert quasi G4, weil dann nehmen wir einfach. Und Max spielt Springer F1. Was ist denn das für eine Eröffnung von Weiß? Springer F1, okay. Also das Schlimme an der Sache ist, Weiß hat gleich überhaupt nichts mehr entwickelt. Schwarz hat alle Figuren im Spiel fast, also rochiert jetzt hier weg und der Turm kommt auch ins Spiel. Und Max spielt Springer E3, okay. Also nehmen wir es mal so hin, Turm FD8 und Läufer A3, Turm C8. Und jetzt passt mal auf. Diese Stellung von Weiß ist ein Witz, oder? Also das ist ein Witz. Schwarz hat quasi alle Figuren im Spiel. Der weiße König steht in der Mitte. Es sind so halbschadig Figuren entwickelt. Es drohen hier auch so Einschläge auf C3. Ihr wisst schon, ne? Irgendwann, ups, pardon, hier mit der Batterie. Und also das Ganze ist auf Kante genäht, ja. Aber Max sagt, es ist mir egal, ich nehme den einfach mal raus. Läufer schlägt C5. Okay, B6, Läufer geht zurück. Wir kommen gleich zu dem Irrwitz, den ich meine. Springer A5, ja, öffnet die Linien, ich habe es gerade gesagt, es drohen hier irgendwann Einschläge. Jetzt noch nicht, noch ist alles gedeckt, aber Max sagt sich, okay, Springer D5, ich block mal alles hier. Ich block mal alles und tausche raus. Springer C4, ja, guter Zug. Und Max schlägt hier auf F6, E schlägt F6. Und hier spielt Max Läufer C1. Und jetzt sind wir bei der Stellung, von der ich eingangs meinte, was zur Hölle ist das? Also, Schwarz hat alle Figuren im Spiel, okay? Droht hier rum und steht aktiv. Weiß hingegen hat gerade mal eine Figur entwickelt. Alle anderen Figuren stehen hier auf der Grundposition, in ihrem Heimathafen sozusagen. Also, okay, was sagt ihr, was ist denn das? Und jetzt kommt Stockfish ins Spiel. Ich habe ja gesagt, wir wollen mal den Computer mit befragen. Und
Der Computer sagt, nö, das ist Ausgleich. Das ist dynamisches Gleichgewicht. Wie gesagt, die Menschen spielen bald so gut wie Computer und man kann das so spielen und das ist Ausgleich 0-0. What? Also Leute, ganz ehrlich mal, ich weiß nicht, wie euer Schachverständnis ist, aber mein Schachverständnis ist, dass Schwarz hier irgendwie gewinnen muss oder beziehungsweise klar besser steht zumindest, weil ja, es sind, das sind ja die Prinzipien des Schachspiels, alle Figuren entwickelt. Und Druck auf die Königstellung, weiße König in der Mitte, Schwarz, weiß hat nichts entwickelt und Computer sagt, nö, ist 0-0. Okay. Läufer G4. Und Max fängt an, mal jetzt das Zentrum zu besetzen und spielt hier D, aber was heißt Zentrum zu besetzen? Er fängt an, jetzt diese aktiven Figuren zu vertreiben und spielt erstmal D3. Na gut, der Springer hängt, der geht zurück nach E5. Dame C2. Springer C6. Ja, ihr wisst schon, ne? Hier solche Aktionen. Und Dame B2. Also, also ich respektiere und euch und bin von euren schachlichen Fähigkeiten völlig überzeugt. Wie schätzt ihr die Stellung ein? Ist gut für Schwarz, oder? Der Computer sagt, nö, ist plus 2 für Weiß. Okay. Okay, die Turm E8, Läufer E3, blocken, alles blocken. Springer E7, Umgruppierung des Springers und Max Warmendam spielt C4, okay. Dame E6 deckt den F6, der war angegriffen, ja. Und jetzt spielt Max Turm H4. Das war Rochade, Blödsinn. Der König steht da sicher, ich spiele Turm H4, drohe einfach, Turm schlägt G4, Dame schlägt G4, Dame schlägt F6, nebst Matt. Ups, nee, natürlich nicht auf F7, nimmst Matt auf G7. Okay. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Schwarz kann sich schon noch wehren, so ist das jetzt auch nicht. Ja? Ramesh Babu Vaishali spielt hier Turm CD8. Okay. Max rochiert einfach mal weg. Okay, wir rochieren mal weg. Dann doch im 26. Zug mal. Und Ramesh Babu spielt B5 und will natürlich Linien öffnen hier gegen den weißen König. Ne? Das ist klar, also die Türme wieder hier auf die B- und die C-Linie packen und dann irgendwie Druck auf die weiße Königstellung machen. Aber Max sagt, okay, dann greifen wir unseren Plan auf, wir opfern hier die Quali raus. Ja? Dame schlägt G4, klar, und Dame schlägt F6. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, droht Matt auf G7, aber Springer F5 deckt. Aber Max sagt, jup, ja. Weißt du was, das ist alles relativ easy. Ich spiel mal Läufer E4, droh hier zu nehmen und dann wieder matt zu setzen. Also, einfach, ne? Vaishali ist tricky, spielt B schlägt C4. Und jetzt geht das nicht so wirklich. Wenn man jetzt hier nehme, ne, dann kann man hier nehmen und auf einmal ist das matt gedeckt. Ups. Also müssen wir noch einen kleinen Vorbereitungszug machen. Wir spielen erstmal F3. Die Dame, wo geht die eigentlich hin? Die Dame geht mal nach, wo geht sie denn hin? Die schlägt auf G3. Ja, damit man hier mit dem G-Bauern nehmen kann und weiterhin G7 deckt. Aber jetzt nimmt Max raus und jetzt kann man hier nicht nehmen. Warum nicht? Jetzt geht Turm G1. Also jetzt geht Turm G1 und wir fangen die schwarze Dame. Okay, also deswegen kann man hier nicht nehmen. Also Dame E5. Man muss das matt abwehren. Max tauscht. Turm schlägt E5, natürlich klar. Und Läufer geht zurück nach E4. Und dieses Endspiel, Leute, ist glatt gewonnen für Weiß, weil die Power des Läuferpaars, die ja vor wenigen Zügen noch überhaupt nicht entwickelt waren, die auf ihren Heimatplätzen standen, bis auf die Läufer auf G2, okay. Das ist plötzlich die Überpower. Ja? Also jetzt hier, was ist denn jetzt los? Nö, wir greifen erstmal den Turm an. Okay, Turm E6. Und Läufer B7. Wir müssen natürlich den Läufer retten, ist klar. Das heißt, der Bau auf E2 hängt. Aber Max sagt, mir alles egal, D schlägt C4 und wir werden gleich sehen, dieser Bauer mit der Unterstützung dieser Superläufer läuft einfach durch. Wir sehen das gleich auch noch. Einmal tauschen hier, tauschen. Turm B2 greift den Läufer an, aber der sagt Schach. Okay, König muss weg, klar. Natürlich nicht ins Eck wegen hier, ne? Kuckuck, nicht nur Turm gewinnen, sondern Matt sogar. Und C5. König E7, König läuft zur Verteidigung ran. Und Läufer G8. Turm B5 greift den Bauern an. Wir geben den Schach. Läufer D6. König F6, C6. Aufgabe. Schwarz.
der Turm kann den Bauern nicht stoppen. Und keine Ahnung, also hier fliegt auch noch alles auseinander. Und der Habauer, erinnern wir uns, der am Anfang mal schnell nach H6 gelaufen ist, der läuft auch noch durch. Hier gibt es keine Möglichkeit mehr, den Bauern zu stoppen oder irgendwie die Stellung zu retten. Okay. Ja. Also man kann so spielen, muss man aber nicht. Das erinnert mich an so einen Spruch von Rüdiger Hoffmann, so ein Duschvorhang kann verschimmeln, muss er aber nicht. Und ganz ehrlich, also nochmal diese Stellung hier im 19. Zug, was bitte, was zur Hölle? Und ich schalte mal die Engine, damit es mir auch glaubt, ich glaube, ihr glaubt mir das gar nicht, ne? Passt mal auf. Jetzt müsste das eigentlich jetzt sehen können. Ja, der Balken rechts neben der Stellung, rechts neben dem Schachbrett, ihr seht es, 0-0. Also, okay, alles klar. Also, unsere Stellungsbewertung aus menschlicher Sicht sollten wir vielleicht nochmal genau überdenken. Also, Max spielt hier in einer abenteuerlichen Weise eigentlich furchtbares Schach und irgendwie ist alles richtig. Also, da muss man sich dann schon fragen, was zur Hölle verstehe ich überhaupt von Schach? Vielleicht sollte ich lieber Halma spielen, keine Ahnung. Hallenheimer am besten. Also diesen Irrwitz wollte ich euch unbedingt zeigen. Und das ist jetzt nicht vielleicht die spektakulärste Überpartie gewesen beim Tata Steel Chess, aber so zu spielen, das hat auch mal was. Ne? Also in Zukunft wisst ihr, H4, H5, H6, Figuren auf die Grundreihe, König in der Mitte lassen und mindestens ausgeglichen stehen. Okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit, so wie ich. Und dieses etwas, ich sag mal, andere Video der schlechtesten, besten Partie des Turniers, wahrscheinlich wollte ich euch nicht vorenthalten. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, danke dafür. Entschuldigt meine Flipperei, aber okay, manchmal muss man auch emotional sein, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts oder unterstützt mich gerne auch via PayPal. Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich hattet ihr ein paar Momente, in denen ihr lächeln konntet. Tschüss.